Wir sprechen über den Lojong-Merksatz, über dich allen gegenüber höchst dankbar zu sein. Sei allen dankbar, heißt es auch anderswo. Dankbarkeit ist natürlich ein positiver Geistesfaktor generell. Er gehört im Grunde zu den heilsamen Geisteshaltungen im Anschluss an die vier Brahma-Viharas, Metta, die Herzensgüte, Karuna, das Mitgefühl, Mudita, die Freude und die Mitfreude und Upeksha, der Gleichmut. Es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer positiver, heilsamer Geistesfaktoren, die im Grunde auf dieser Ebene liegen. Die Dankbarkeit, das Vertrauen, die Hingabe und sicherlich noch einige mehr. Neben den klassischen Meditationswegen wie Geistesruhe, Achtsamkeit, Einsichtsmeditation und so weiter, gibt es ja seit Buddhas Zeiten im Grunde die Betonung darauf, dass wir auch positive, heilsame Geisteshaltungen, Geisteskräfte, man könnte auch sagen positive Emotionen, aber es sind eigentlich aus buddhistischer Sicht keine Emotionen, sondern Geisteshaltungen kultivieren, schulen könnten. Ja? Dass wir nicht nur dem Zufall überlassen oder dem Gefühl, wann wir zum Beispiel dankbar sind, sondern dass wir uns sagen, Dankbarkeit ist einfach ganz wichtig, in allen Lebensumständen einen Sinn von Dankbarkeit zu entfalten. In unseren Lojong-Lehren fällt eben dieser Satz auch ziemlich am Anfang, nämlich hier unter Punkt 3. Es geht ja eigentlich um die Entwicklung von relativem Bodhicitta. Bodhicitta heißt Herzgeist oder der Geist des Erwachens. Und das ganze Lojong-Geistestraining bezieht sich etwas mehr auf relatives Bodhicitta als auf absolutes Bodhicitta. Bodhicitta ist im Mahayana-Buddhismus auf dem Bodhisattva-Weg ein ganz zentraler Begriff. Und da geht es unter anderem darum, einerseits unbedingt den Geist, Herz und Geist befreien zu wollen, erwachen zu wollen, aus allem Leid, aus aller Verwirrung, aus aller Unruhe, aus aller Illusion. Und auf der Ebene der absoluten Wirklichkeit gilt es dann, das versuchen zu erkennen, was hier im Sinne des Dharma als solche betrachtet wird, nämlich, dass die Dinge einen illusionären Charakter haben, dass es keine konkrete Realität in den Phänomenen gibt, dass alles vergänglich ist. Begriffe wie Leerheit oder wahre Natur und so weiter spielen da eine Rolle. Aber beim Lojong geht es noch etwas mehr um die Entwicklung von relativen Bodhicitta. Und dazu gehört eben die Entfaltung von positiven Geistesfaktoren, wie eben Metta, Herzensgüte, Mitgefühl und jetzt eben Dankbarkeit. Und der Satz sagt uns, sei allen dankbar oder sei unter allen Umständen dankbar, eben um den Geist der Dankbarkeit zu kultivieren und nicht degenerieren zu lassen. Wir alle kennen Dankbarkeit. Wir sind immer froh, wenn andere uns für irgendetwas danken. Ob wir es fertigbringen, ebenso Dankbarkeit an den Tag zu legen, ist nicht so ganz sicher. Aber wir wissen alle bestimmt, dass Dankbarkeit ein positiver, wichtiger Geistesfaktor ist. Aber was ist Dankbarkeit genau? Dankbarkeit ist die Anerkennung dessen, dass wir nicht autarke, unabhängige Wesen sind, sondern dass wir eigentlich vom ersten Moment unseres Daseins von anderen abhängig sind. Unser Leben wäre nicht möglich durch die vielen Verknüpfungen und Verbindungen mit anderen, die wir ja in allen Stadien unseres Daseins erleben. Sicherlich selbst an diesem Tag heute haben wir gegessen, wir haben getrunken, wir haben irgendwie irgendwelche Lebensumstände erlebt, vielleicht genossen, und zu denen haben eben auch andere beigetragen. Und tatsächlich sagt der Satz, werde dir dessen ständig bewusst, wie du nicht autonom, autark bist, sondern dauernd mit etwas zu tun hast, was du durch andere und über andere bekommst. Deswegen heißt es nicht nur, sei dankbar generell, sondern sei allen dankbar. Bis hin zu Schwierigkeiten. Da gibt es dann solche Weisheiten wie, wenn alles gut läuft, wenn die Umstände sehr angenehm sind,
dann könnte es sein, dass sich dadurch, dass es dir gerade gut geht, deine Selbstbezogenheit und dein Egoismus noch verstärkt. Aber wenn du auf Schwierigkeiten triffst, vielleicht wirst du krank oder du hast unangenehme Menschen um dich herum oder du wirst mal beschimpft oder beschuldigt. Diese Lehren sagen tatsächlich, sei auch dann oder übe dich auch dann in Dankbarkeit, weil auf dem Pfad des Erwachens geht es auch darum, immer wieder deine Selbstbezogenheit, deine Ich-Haftigkeit zu überprüfen und auch zu überwinden. Und der Lojong-Übende, also jener oder jene, die sich darin übt, den Geist durch das, was wir hier Geistestraining nennen, zu kultivieren und zu befreien, soll also auch schwierige Umstände, schwierige Kontakte mit anderen als etwas betrachten lernen, was möglicherweise direkt helfen kann, das eigene Verhalten zu überprüfen und vielleicht sogar zu verändern. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese Dankbarkeit soll einerseits auf jene ausgedehnt werden oder bezogen werden, denen wir tatsächlich unsere günstigen Lebensumstände oder auch innere Umstände verdanken, vielleicht auch die Lehren, die wir von anderen erhalten oder was weiß ich, unsere Lehrer, unsere Freunde. Ja, in jeder Hinsicht können wir erkennen, mehr erkennen, was andere zu unserem Befinden, zu unserem Wissen, zu unserem Können beigetragen haben. Aber die Dankbarkeit soll auch ausgedehnt werden auf schwierige Umstände, schwierige andere, die wir dann mit der Absicht selber, Bodhicitta zu entwickeln, als quasi Helfer auf dem Pfad sehen könnten. Das ist die Idee dabei. Und deswegen sei allem und allen Umständen auch dankbar. Vielleicht noch eine Ergänzung, das steht jetzt hier im Lojong nicht so direkt, aber es gibt auch schöne psychologische Bücher über die Dankbarkeit. Wir haben uns eine Weile mit Robert Emmons und einigen anderen Dankbarkeitspsychologen beschäftigt. Das wurde auch ein bisschen erforscht, so ähnlich wie die Achtsamkeit. Und da gibt es ganz originelle Definitionen von dem, was jetzt psychologisch und emotional Dankbarkeit ist oder sein könnte. Und dazu gehört unter anderem etwas, was wir vielleicht nicht dauernd lesen, aber es macht total Sinn aus buddhistischer Sicht, nämlich dass zur Dankbarkeit auch gehört, dass wir andere erfreuen durch Dank. Im Grunde könnte man, wenn man jetzt an die vier Brahma-Viharas, die vier unermesslichen Geisteshaltung, wie sie im Buddhismus gelehrt werden, denken, sagen, dass Dankbarkeit auch was mit Mudita zu tun hat, mit Mitfreude. Weil wenn wir wirklich jemandem dankbar sind und wir äußern den Dank, dann steckt darin der Wunsch, jene, von denen wir etwas für uns Kostbares erhalten haben, zu erfreuen. Ja, jemand hat uns vielleicht einfach etwas geschenkt oder uns gerettet oder uns geholfen oder uns ernährt und dann danken wir dafür und darin ist dann der Wunsch enthalten, dass wir den Spender, den Gönner, die hilfestellende Person auch erfreuen durch unseren Dank. Würden wir den Dank nicht zeigen, würde dieses Element der Freude in der Verbundenheit fehlen. Sowohl wir würden uns weniger freuen über das, was wir von anderen bekommen haben, noch würden wir den Gebenden, die Gebende, die uns etwas gegeben hat, auch erfreuen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, um unsere Verbundenheit mit anderen Menschen wirklich auf eine freundliche und gütige Weise zu gestalten und zu vertiefen. Vielleicht mal so viel zur Dankbarkeit und jetzt können wir uns darüber austauschen.